Glaubst du, dass mit einer unter 250 Euro Kamera Kinoproduktionen schaffen können? Schauen wir es. Ich habe diese kleine Kamera, das ist eine uralte Kamera, glaube ich fast 10 Jahre alt Kamera von Panasonic, und ich habe ein kleines Paket vorbereitet für Leute, die in Videowelt anfangen möchten und nicht so viel Geld investieren möchten. Also das ist eine von meinen Lieblingskamera, ich benutze noch, ich habe jetzt seit ungefähr 9-10 Jahren gekauft. Und ich benutze noch die Kamera. Und das Gute von dieser Kamera ist, kann man auch verschiedene Objektive verbinden. Und das ist natürlich das Interessante von dieser Kamera. Ich möchte diese kleine Kamera präsentieren und zeigen, was dafür man braucht. Also man braucht die Kamera, die Adapter und das Objektiv. Mit diesen drei Elementen, ich habe schon ein bisschen kalkuliert, ein bisschen in eBay gesucht. Das sind alle gebrauchte Sachen. Das ist ein Objektiv, in diesem Fall ist ein Soligor, aber kann man auch Minolta. Das ist der Anschluss, ist Minolta ND. Das ist ein Adapter von Micro Four Thirds, weil diese Kamera Micro Four Thirds ist. Und ein Minolta ND Adapter, die passen perfekt zusammen. Hier, genau. Hier sind die Punkte. Und an die Kamera. Ich möchte auch vergleichen, weil das Interessante für diese Kamera, das ist ein Kinoobjektiv. Man kann in diese Kamera auch ein Kinoobjektiv verbinden. Also so sieht es aus mit einem Kinoobjektiv. Aber ich vergleiche auch die Kamera mit diesem 40 Euro Objektiv und mit dem Kinoobjektiv. Natürlich, das Kinoobjektiv ist deutlich besser, aber das ist auch deutlich teuer. Das ist richtig günstig und trotzdem liefern eine super, super Qualität raus. Weil diese Objektive damals waren auch sehr teuer und die Linsen sind identisch geblieben. Die sind nicht schlecht geworden, weil das ist etwas, das immer identisch bleibt. Und die Objektive sind da. Und das Einzige, was wir machen, ist, wir benutzen diese Linsen in unsere Micro Four Thirds Kamera. Und das ist eine super coole Kombination.